Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir graut's ein bisschen. Heute kommt ein Video, was ich so, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal gemacht habe. Nein, eigentlich ganz sicher noch nicht. Aber euch hat's interessiert und ich hatte das selber so ein bisschen angesprochen. Vielleicht wisst ihr es, ich habe ein ganz, 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 ganz großes Problem mit Hautpflegegeräten. Ich liebe es, neue Sachen zu kaufen. Ich liebe es, sie auszuprobieren und mir einzubilden, dass ich damit die Zeit rückgängig machen kann, beziehungsweise alles so ein bisschen verlangsamen kann, aber auch mir eine gewisse Me-Time zu geben. Und deswegen möchte ich euch heute in diesem Video meine, ich weiß nicht, wie viele es sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liebsten, meistgenutzten Hautpflegegeräte. Technische Geräte und manuelle Geräte vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kleiner Disclaimer, beziehungsweise ein riesengroßer. Hier sind Geräte dabei, die an den Strom kommen. Hier sind Geräte dabei, die potenziell verletzend sein können. Nichts, was ich hier sage, ist eine direkte Empfehlung. Das ist nur meine Erfahrung. Und wenn ihr euch für eins der Geräte entscheidet und es nachkauft, ganz, 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 ganz wichtig, bitte belest euch. Bitte schaut euch Videos an. Bitte probiert es vorsichtig aus. Seid wirklich vorsichtig. Lasst keine Kinder an die Geräte. Das ist Strom. Und ich möchte, dass sich niemand verletzt. Ich habe das alles auch selbst über die Jahre mir angeeignet, mich dann langsam gesteigert und so ein bisschen daran getastet, um die verschiedenen Geräte für mich herauszufinden, die ich benutze. Bitte seid vorsichtig, passt auf euch auf und lest euch nicht nur die Beschreibung auf Amazon durch, sondern schaut euch wirklich verschiedene Videos an, weil das möchte ich nicht, dass ihr euch damit wehtut. Ich habe hier auch Geräte, die sind recht einfach zu benutzen, aber manche sind auch wirklich heavy. Freunde, dieses Video entsteht übrigens auch in Zusammenarbeit mit Asam und ich freue mich, dass ich ein paar Produkte und ich freue mich, dass ich euch die Produkte mit in dieses Video reinpacken konnte, denn ich habe echt lange darum gekämpft, die Produkte zu zeigen. Ihr wisst, ich war vor einer Weile im Urlaub und hatte meinen Asam Adventskalender aufgemacht. Da waren diese kleinen Reisegrößen mit drin. Ich hatte unter anderem die Retinol- und die Resveratrol-Reihe mit drin. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass ich auf einem sehr, sehr, sehr bewölkten Ozean mehr bin und nicht der Sonne ausgesetzt bin, weil ich den ganzen Tag auch wahrscheinlich im Schiff gewesen wäre, war auch so und deswegen habe ich eine Retinolkur gestartet und ich wollte euch so ein bisschen erzählen, warum ich damit so erfolgreich war für mich selber und warum ich das euch empfehlen kann. Ich habe einen Rabattcode, der ist den ganzen November gültig und der lautet November-Maxim für 15% Rabatt auf alles außer Produkte, die ausdrücklich mit so einem Sale-Button markiert sind. Eine Reduzierung ist nicht gleich Sale, also schaut euch so ein bisschen durch die Seite, aber die Produkte wollte ich euch einfach ganz kurz vorstellen. Vor allem die Retinol-Reihe, da gibt es verschiedene Versionen von verschiedenen Produkten für verschiedene Anwendungsgebiete. Ich habe aber vor allen Dingen zwei Stück benutzt aus der Retinol-Reihe. Einmal war es das Serum, das Youth Concentrate und die Creme. Ganz wichtig bei Retinol ist, bitte immer Lichtschutzfaktor benutzen. Da ich das eh im Alltag immer mache, ist das kein Problem. Ich sage es aber dazu, Retinol sorgt dafür, dass sich die Hautoberfläche verfeinert, dass das Ganze weicher wird und Poren minimiert, Falten minimiert. Die Hautoberfläche wird einfach wesentlich weicher. Und ich glaube, ihr könnt sehen, ich habe keine Beautyfilter auf meinen Videos. Das ist alles extrem weich. Und das Verrückte, was mir im Urlaub schon aufgefallen ist, nach 4, 5 Tagen, ich habe vorher ein bisschen angefangen und dann im Urlaub war ich dann in Woche 1, Ende 2, Anfang. Und ich habe gesehen, dass die Oberfläche der Haut weicher geworden ist. Nicht so crusty. Ich trage immer sehr, sehr viel Puder und das war für mich immer so ein Problem, wo ich gesagt habe, okay, das sieht einfach nicht schön aus. Durch das Retinol ist das alles sehr, 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 sehr weich geworden. Schaut euch die Produkte mal an, wenn ihr euch für Retinol interessiert. Ich kann euch die von Asam sehr ans Herz legen. Meine Empfehlung von meinem Erfahrungswert. Ihr habt ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt extrem viel Produkt damit drin. Vor allen Dingen hier in dem Serum sind 50 Milliliter, in der Creme sind auch 50 Milliliter. Ich kombiniere das immer, mache einen Tag Pause dazwischen. Abends benutze ich die dann wieder. Es gibt aber auch noch die Resveratrol-Reihe, die ist für etwas reifere Haut. Ich benutze die aber vor allen Dingen unter den Augen. Das ist einmal das Serum, auch das ist sehr, sehr gut. Ich mag den Duft davon sehr gerne. Es gibt auch eine Maske davon, die benutze ich auch, die steht auch immer hier tatsächlich, die benutze ich vor Fotoshootings. Aber größte Empfehlung ist die Perfecting Eye Cream, denn da ist so ein bisschen Schimmer mit drin
Und wenn ihr das unter das Make-up gebt, dann reflektiert das Licht unter den Augen und Augenringe werden minimiert. Ich habe das Gefühl, dass meine Augenringe besser geworden sind in Kombination mit dem Retinol. Auch da gibt es einen Augenbalsam und dieser Creme. Immer vorsichtig sein, langsam dosieren natürlich, aber es wirkte alles glatter und es wirkte nicht mehr ganz so dunkel. Ich teste es weiterhin, aber der Code gilt tatsächlich nur noch diesen Monat bis Ende des Monats. Heute ist ja schon der 12., glaube ich. Und deswegen schaut gerne vorbei. Mit dem Code könnt ihr natürlich auch auf die Magic Finish Produkte sparen. Ich wollte es euch einfach aber nur mal mit auf den Weg geben, dass ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich arbeite auch gerade an einem Skincare-Video, aber da brauche ich einfach ein paar mehr Informationen. Und wir kommen zu den Skincare-Tools. Ich dachte, das passt einfach sehr gut. Wie gesagt, es ist kein Sinn dahinter, vor allen Dingen auch in der Reihenfolge der Produkte, aber ich starte, glaube ich, mit dem am meisten genutzten Produkt und das ist mein Gua Sha Stein. Den findet ihr von Giacomo Cosmetics bzw. Magiamo Skin, meiner eigenen Hautpflegelinie, die gerade im Aufbau ist und das ist einmal dieses Schätzchen hier. Damit könnt ihr wirklich komplett euer Gesicht massieren und so ein bisschen die Lymphe massieren. Das mache ich jeden Tag und das nehme ich mir auch mit, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich irgendwo hingehe und weiß, okay, abends habe ich viel Salz gegessen, dann gehe ich hier so ein bisschen lang, massiere mir das und dann wird die Flüssigkeit so ein bisschen aus dem Gewebe genommen. Mache ich sehr gerne, fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Gibt es bei mir im Shop nicht mehr viel. Ich glaube, wir haben nur noch 50 Stück oder so. Kaufe ich auch nicht mehr nach. Das war ein Produkt, wo ich gesagt habe, okay, um die neue Marke langsam an euch heranzuführen, passt das. Weil ich das schon mal hatte von einer anderen Marke und ein sehr großer Fan davon bin. Alle Produkte sehen unterschiedlich aus, verlinke ich euch unten, ist ein Rosenquarz und fühlt sich auch schön kühlend an. Ihr könnt damit wirklich schön an eure Konturen gehen und das Ganze so ein bisschen massieren. Vor allen Dingen habe ich immer sehr Probleme mit meinem Kiefer und dann gehe ich hier immer so ein bisschen lang und lockere die Muskulatur. Dafür ist es sehr, sehr gut. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da kommt das gefährlichste und verrückteste und eins meiner neuesten Tools. Ich habe hier zwei verschiedene Gesichtsreinigungsbürsten. Einmal von PMD. Das ist so ein doppelseitiges Ding. Wir haben hier einmal so Silikonnoppen und auf der anderen Seite auch ein Rosenquarz. Und es gibt verschiedene Pulsierungsstufen. Ich schaue mal, ob ihr das hören könnt. 1, 2, sehr stark. 3, ist so ein bisschen. Und ganz, ganz schnell. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch einen Knopf und der erwärmt diesen Rosenquarz. Und ich reinige mein Gesicht damit immer und kann dann, wenn ich die Pflege gemacht habe, es umdrehen, erwärmen und mit diesem Rosenquarz meine Serien, meine Hautpflege ins Gesicht reinschleusen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es warm wird, es wird wirklich warm, es wird nicht heiß, aber es wird warm, öffnen sich die Poren, die Pflege kann ein bisschen besser eindringen und durch diesen Rosenquarz massiert sich das Ganze noch so ein bisschen. Ich glaube persönlich nicht an die Heilkraft des Rosenquarzes in der Hautpflege. Wenn man das tut, umso besser, es ist einer mit dran. Das ist nicht ganz so günstig gewesen. Ich schaue mal, dass ich euch die günstigsten Alternativen von Geräten zeige, wo man nicht viel falsch machen kann. Aber das ist sehr, sehr gut. Ich habe das bestimmt schon 2 Jahre. Ich habe es erst einmal aufgeladen und das ist immer noch voll. Sehr, sehr schön, vor allen Dingen auch hier im Bart oder im Nasenbereich. Es nimmt das ganze Make-up runter und es fühlt sich sehr, sehr schön an. Die Reinigung schäumt schön auf und es ist sehr flexibel. Das heißt, ihr habt nicht so ein festes Gefühl auf der Haut und könnt einfach über euer Gesicht gehen. Mag ich sehr gerne. Ich habe auch noch eins für unterwegs. Das ist ein bisschen kleiner. Wenn ich in Urlaub fahre oder so, nehme ich halt nicht das große mit. Das ist recht schwer, liegt gut in der Hand. Das ist ein bisschen kleiner, hat aber auch verschiedene Vibrationsstufen. Könnt ihr auch runter und hochschrauben. Verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist hier nochmal so ein Metallding. Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen die Pflege einmassieren, benutze ich nicht. Also ich benutze immer wirklich nur diese Silikonseite. Ihr könnt das sehr, sehr gut reinigen und sehr hygienisch bearbeiten. Und das gibt es in der Kleingröße, wenn ihr viel unterwegs seid. Also das ist wirklich ein Produkt, oder das hier zumindest, ist ein Produkt, was ich nicht missen möchte für die Reinigung. Weil ich habe dann das Gefühl, dass ich die Haut wirklich sauber kriege. Also, das sind meine Reinigungsgeräte, die ich jeden Tag benutze. Und dann gibt es ein Produkt, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist hier so ein Porensauger. Hier, vorsichtig, Achtung, Blutergussgefahr. Und damit könnt ihr über eure Haut gehen. Ich benutze das nur auf meiner Nase. Es gibt verschiedene Lichttherapien in Rot, in Blau und in Rot. Und dann ist es wieder aus.
Ich trage halt sehr, sehr viel Make-up und dadurch verstopfen meine Poren vor allen Dingen im Nasenbereich sehr stark. Und damit gehe ich zweimal die Woche um meine Nase auf der leichtesten Stufe. Weil wenn ihr zu lange an einer Stelle seid und dann zieht, dann kann es sein, dass ihr einen Bluterguss kriegt. Ist mir schon sehr, sehr oft passiert. Es tut nicht weh, es sieht aber einfach unschön aus. Ich gehe damit nicht komplett übers Gesicht. Es gibt verschiedene Aufsätze, die dann so ein bisschen peelen sollen. Aber das lasse ich lieber von jemandem machen, der das kann. Ich bin kein ausgebildeter Kosmetiker und da bin ich selbst persönlich auch recht vorsichtig, was das angeht. Aber um so die Zeit zwischen den kosmetischen Behandlungen und der Ausreinigung zu überbrücken, an der Nase, nicht im Gesicht, da mag ich es nicht, an der Nase ist das ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Und das kriegt echt viel raus. Also ich finde das persönlich echt super, super eklig. Aber ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche eure beliebtesten Skincare-Tools sind. Vielleicht ist da ja eins dabei, was ich persönlich noch nicht kenne. Also große Empfehlung auch hierfür, aber ganz, ganz vorsichtig sein. Dann habe ich eins, das habe ich jetzt nur mal mit reingenommen, weil das Quatsch war, für mich zumindest. Das ist so ein Ding, damit kann man unter die Augen gehen. Auch das wurde warm und hat so ein bisschen rotes und blaues Licht auf die Haut gegeben. Es stimmt wohl schon, dass rotes Licht und blaues Licht, Shania, korrigier mich bitte, verschiedene Einflüsse haben auf die Haut. Aber da ist halt, das ist ja kein. Du setzt ja deine Haut nicht einem Licht aus. Das wird warm, das vibriert so ein bisschen, soll so ultraschallmäßig sein, ist aber nicht Ultraschall. Das ist einfach nur Vibration, um die Augenpflege so ein bisschen besser einmassieren zu können. Auch das benutze ich nicht, das geht nicht mal mehr. Ich glaube, das ist nicht mal mehr ein Akku. Das Akku ist leer, benutze ich nicht. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, das gibt es auch. Es fühlt sich sehr kühlend an. Also, wenn man es nicht anmacht, ist es super schön kühl. Bei Schwellungen hilft diese Vibration natürlich immer. Aber auch hier muss ich vorsichtig sein an meinen Augen. Deswegen, ich glaube, das ist Quatsch. Dann habe ich ein Produkt, das habe ich recht neu und das ist das hier. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Ich schreibe es euch hier hin, wenn ich rausgefunden habe, wie es heißt. Das ist wohl aus der alten ayurvedischen Hautpflegetherapie oder ayurvedische Gesichtsbehandlungen. Das ist eine Metalllegierung, die. Sobald ihr über euer Gesicht geht, mit der Haut reagiert und die Giftstoffe aus der Haut ziehen soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Bei den Mädels, bei denen ich das gesehen habe, ist, wenn die über die Haut gegangen sind, hat das so einen grauen Streifen hinterlassen. Tut es bei mir tatsächlich nicht, aber was ich damit gerne mache, ist hier so ein bisschen. Einfach drehen. Das gleitet sehr schön über die Haut. Das ist sehr, 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 sehr kühlend. Ihr könnt auch das schön sauber machen. Das war recht teuer für das, was es ist. Also, das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet und das ist ein Holzknüppel mit ein bisschen Metall dran. Aber es fühlt sich gut an und ich. Das ist. Ist es grau geworden? Wird es grau gerade? So ein bisschen, ne? Verrückt. Also, ich glaube nicht an diese Rotlicht und was weiß ich bei so kleinen Geräten, woran ich aber glaube, ist, dass wenn man sich selbst einredet, dass es etwas für einen bringt, Placebo, dass es dann auch wirklich was bringt. Und ich habe das Gefühl, dass mir das gut tut und das ist ja etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Also, diese 5 Minuten am Abend, bei mir sind es meistens 20 Minuten, bei diesen 20.000 Geräten, um sich miteinander, mit sich selbst auszusetzen, den Tag zu reflektieren und sein Gesicht so ein bisschen zu massieren. Also, das. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Wird es grau gerade? Ich glaube, ne? Keine Ahnung. Wollte ich euch zeigen. Habe ich noch nicht so oft dazu gegriffen, weil ich dann ja meinen eigenen Gua Sha Stein rausgebracht habe. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Dann ein Produkt, was nicht unbedingt ins Video passt. Ich habe es aber mit reingenommen, weil das wirklich crazy ist. Das ist, das kennt ihr, das ist dieser Philips. Wie heißt das? Philips Lumière Prestige. Dauerhafte Haarentfernung Ding. Ich habe mir das gekauft für hier, hat nicht ganz so gut funktioniert, dafür ist es aber auch nicht gemacht. Aber ich habe keine Haare mehr unter den Armen. Und das ist viel wert. Ich bin ein Mann. Ich bin sehr behaart. Meine Brust würde ich nicht machen, weil vielleicht möchte ich es in 5 Jahren wieder haben. Aber die Arme können weg. Hier so auf den Schultern oder so oder im Nackenbereich funktioniert es sehr gut. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit auch bei Mädels mitbekommen. Bei den Beinen oder im Intimbereich gibt es auch verschiedene Aufsätze.
mag ich wirklich gerne. Dinge schweineteuer, aber es hat sich gelohnt. Vor allen Dingen, wenn man zum Waxen geht. Das kostet ja auch jedes Mal 40 € oder so. Und du gehst mindestens 10-mal im Jahr zum Waxen vielleicht und dann rentiert sich das schon wieder. Gibt auch immer mal ein paar gute Angebote. Vielleicht finde ich eins. Ich habe leider keinen Rabattcode selbst gekauft damals. Aber das wollte ich mitnehmen, weil ich mag das sehr gerne. Es ist nicht für den Mann gemacht. Es gibt mittlerweile auch eins für Männerhaare. Da gibt es tatsächlich so ein bisschen Unterschied, weil die Damen haben meistens kein Bart und die Haare hier sind einfach viel, 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 viel dicker als die Haare, die ich hier habe oder unter den Armen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Okay, Freunde, seid ihr bereit für die gruseligen Geräte? Gerät Nummer 1. Das ist das Pro Relax. Und so sieht das Ganze aus. Ihr habt einen Stecker, den ihr an Computer oder in die Steckdose stecken könnt. Und dann habt ihr hier einmal den Vakuumkasten und viele verschiedene Aufsätze. Damit könnt ihr eine Art Lymphdrainage machen. Ich habe das gemacht, weil ich immer sehr verspannt auf dem Rücken bin, aber es funktioniert auch im Gesicht. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele. Das ist der mittlere. Es gibt noch einen kleinen. Es entsteht ein Unterdruck. Bitte immer ein Gesichtsöl drunter benutzen, dann gleitet das auch viel, viel leichter auf der Haut. Und dann könnt ihr so ein bisschen eure Haut lockern. Und ich habe das Gefühl, dass die Schwellungen in meinem Gesicht weggehen. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem mit Schwellungen im Gesicht. Und das hilft sehr gut. Vor allen Dingen hier am Hals. Ihr könnt damit auch dieses Cupping machen am Rücken. Vielleicht euren Mann fragen einfach oder eure Frau. Rücken eincremen, den großen Aufsatz raufsetzen, kurz ansaugen lassen und dann Stückchen bewegen. Das lockert die Muskulatur, das lockert die Faszien, glaube ich, heißt das. Ich mache das gerne im Gesicht. Ich benutze eigentlich alles in mir Sicht, obwohl man es nicht unbedingt soll. Aber hier, wenn man wirklich so kleine Schwellungen, hier habe ich immer Probleme in dem Bereich. So ein bisschen lang gehen, ansaugen, loslassen, ansaugen, loslassen, ansaugen, loslassen. Das hat nicht so viel Bums, dass man sich damit wirklich verletzt, glaube ich. Aber es tut sehr gut und es fühlt sich sehr gut an. Man ist danach natürlich gerötet, aber es hilft und vor allen Dingen im Rückenbereich ist das eine ganz, ganz tolle Sache, dieses Cupping. Und dann kommen wir zu einem meiner neuesten und dem für mich auch gefährlichsten Produkt. Deswegen habe ich es auch ans Ende mitgemacht. Das ist der Supernova High Frequency Massager. Das ist ein Gerät, ich hole es gleich raus, mit verschiedenen Aufsätzen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe wirklich Angst gehabt, das in die Steckdose zu stecken, weil das ist ein sehr, sehr großer Stecker. Und für mich sind große Stecker immer sehr viel Strom. Man steckt das rein. Und dann kann man diesen Aufsatz hier reinmachen. Ich mache jetzt keinen Strom an. Und hier drin ist Neon oder Argongas. Und das leitet den Strom weiter. Ich ziehe dann immer meine Schuhe aus. Ganz, ganz wichtig. Schmuck ablegen. Okay, mache ich jetzt nicht hier. Und dann entsteht so ein Strom. Und dann fasse ich das immer an, entlade das. Es tut nicht weh. Man kann es aber sehr, sehr hoch machen. Das traue ich mich aber einfach nicht. Und dann gehe ich auf die Haut. Lasse los, dann ist der Kontakt irgendwie gleich und dann gehe ich damit über mein Gesicht. Und das macht wie so ganz, 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 ganz kleine Stromschläge. Wow. Ganz, ganz kleine Stromschläge ins Gesicht und das soll dabei helfen, die Haut zu straffen. Das fand ich sehr, sehr krass. Es hat bei mir zumindest so funktioniert. Ich hatte einen ganz, ganz schlimm Pickel hier und dann kann man das ja auch nicht entladen machen. Und dann entsteht so ein kleiner Blitz. Und dann bin ich auf diesen Pickel gegangen und habe diesen Pickel mit diesem Blitz verbrannt. Oh Gott, wow. Bitte lyncht mich nicht. Aber ihr wolltet sehen, wie ich das mache. Aber das verlinke ich euch auch nicht, weil das Risiko nehme ich nicht in Kauf. Und dann kann man damit so ein bisschen rübergehen. Ich habe das bei Tati gesehen. Es gibt das auch für die Haare. Man soll damit das Haarwachstum anregen können. Man soll damit unter den Augen lang gehen können. Man kann damit die Konturen ein bisschen straffen. Das tut nicht weh. Es ist aber auch nicht schön und das riecht. Also dadurch, dass der Strom mit Sauerstoff in Kontakt kommt, entsteht Ozon und das ist dieser typische Ozongeruch. Mega nice, muss man aber wissen. Und es ist natürlich etwas, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Es macht sehr verrückte Geräusche. Danny ist immer völlig fassungslos, wenn ich das Ding in die Steckdose stecke und dann hier meine Elektroschocktherapie in meinem Gesicht mache. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, das muss ich noch ein bisschen weiter austesten. Deswegen verlinke ich es euch auch nicht. Aber es fühlt sich sehr gut an und der Pickel war am nächsten Tag weg. Und das waren meine Skincare-Tools, die ich aktuell sehr, sehr gerne benutze. Ich habe auch noch andere. Dazu habe ich aber einfach noch nicht genug Erfahrung gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Weil ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich nicht unbedingt die Tools machen, sondern auch die Zeit, die ich mir nehme und meine Hautpflege,
dass meine Haut besser ist. Und ich habe eine recht gute Haut, muss ich sagen. Außer, dass ich ab und zu meine Entzündung kriege oder so. Ich bin ja auch ein Mensch, das darf man halt nicht vergessen, ne? Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Haut und das habe ich natürlich nicht nur diesen Tools zu verdanken, sondern ich gehe regelmäßig zur Kosmetik. Da gibt es nochmal andere Geräte für. Ich habe auch das noch mit Wasser. Das war der größte Geldverschwendung überhaupt. War so eine Instagram-Anzeige. Aber das sind Produkte, die ich regelmäßig benutze. Also Gua Sha Stein, diese Bürste, der Porensauger, sind so drei Produkte, wo ich sage, okay, das ist mega gut. Diese ganzen strombetriebenen Dinge, die wirklich aktiv in der Steckdose stecken, das ist etwas, da wäre ich vorsichtig, aber wenn ihr euch damit auskennt, dann probiert es mal aus. Mir gefällt es sehr gut und mir tut es vor allen Dingen auch sehr gut. Schaut unbedingt bei Asam vorbei, dort findet ihr noch ein bisschen Rabatt zu verschiedensten Produkten und die Retinol-Reihe ist gerade, glaube ich, jetzt bei dem Wetter eine sehr gute Sache im Winter, so eine Retinolkur zu machen. Seid da ein bisschen vorsichtig mit, übertreibt es nicht damit und dann solltet ihr recht schnell sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder.